Und damit herzlich willkommen zu City Skylines, ein neues Format, also ein neues Let's Play von mir. Ich habe mir das Spiel gekauft, weil ich es bei Rolli LP gesehen habe. Übrigens, Grüße an Rolli LP an dieser Stelle. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Link ist in der Beschreibung. Versprecher ist da, wie immer. Hat ja mit diesem Spiel angefangen, soviel ich weiß, und ich fand es so interessant, dass ich dachte, ja komm, ich kaufe mir das im Store, ist gerade günstig, also runtergesetzt, und ja, hab's mir gekauft und dachte, ich mach daraus ein Let's Play. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal. Kartenbezeichnung Klippenbucht, warte mal, die Bilder, mal schauen, Naturstoffe. Ausgehende Verbindung, Basisthema europäisch, geeignetes Baugebiet 74, 84%, aber kein Wasser. Oder was ist das? Portburg, natürlich. Nebelhöhe, großer Fluss, ich brauche irgendwas Standard. Das sieht eigentlich perfekt aus, oder? Würde ich sagen, das ist so genau der Mittelmaß. Es hat von allem was. Aber geeignetes Baugebiet 76%, kann man machen, oder? Stadtname Aschwurzi? Nee. Was machen wir für einen Stadtname? Kilian. Stadt Kilian. Ganz einfach. Kilian, nein, Kilian Army natürlich. Kilian Arm wird richtig geschrieben, okay. Linkshänderverkehr, was heißt das? Oh, ich kann sogar unbegrenztes Geld machen. Alle meine soll ich mit oder? Es wäre eigentlich spannender, wenn ich ohne, also wenn ich nicht unbegrenztes Geld hätte, oder? Ja, komm. Oh, Flattervieh dreht seine Kreise. Übrigens auch nochmal Grüße an Flattervieh. Ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Ich verlinke heute alle irgendwie. Objekte benennen. Sie können im Spiel Gebäude, Geschäft und fast alle anderen umbenennen, indem sie es mit dem Prüfwerkzeug auswählen und dann auf Umbenennen im Infofenster drücken. Und ich konnte nicht fertig lesen, du Hu. Hallo. Lassen Sie uns damit... ich kann nicht reden. Lassen Sie uns damit beginnen, einige Straßen zu bauen und die... Ich muss lachen, sorry. Und die benachbarten Gebiete abzugrenzen. Gebäude spawnen in abgegrenzten Gebieten. Während ihre Stadt weiter west, werden sie neue städtische Dienstleistungen und Gebäude freischalten. Okay. Kann ich runterscrollen? Ah, nee, okay. Wenn sie Hilfe benötigen, drücken sie R3. Dies zeigt ihnen Informationen über das aktuelle geöffnete Menü, die Infoansicht oder den gewählten Gegenstand an. Okay, detaillierte Informationen zu Ihrer Stadt erhalten Sie jederzeit, indem Sie Dreieck gedrückt halten über das Randiagation. Okay, fertig. Boah, das sieht geil aus. Oh yeah. Okay. Okay, so kann ich rauszoomen. Hier ist die Straße. Beginnen wir direkt mit der Straße, oder? Machen wir so... Ein Grundgerüst, sagt man das so? Und wie baue ich? Warte mal, wie baue ich? Prüfer. Über den Prüfer haben Sie Zugriff auf Informationen über Ihre Stadt. Bewegen Sie den Prüferanzeige über ein Gebäude, Fahrzeug oder eine Person und drücken X für das Infofenster, okay. Je nach ausgewähltem Objekt können Sie jetzt Aktionen ausführen, wie einen Namen ändern oder ein Gebäude an- oder ausschalten. Drücken Sie Flattervieh-Kreis, um das Infofenster wieder zu schließen. Drücken Sie im Prüfer-Dreieck, um den Stadtviertel-Modus an- und auszuschalten. Heben Sie mit dem Prüferanzeigen im Stadtviertel hervor und drücken X für sein Infofenster. Okay. Warte, hier. Achso. Straßen. Achso, okay. Wenn wir Verzögerung besser, du gehst für das Infofenster hin und kannst dich dann. Mhm.
Was muss ich genau machen? Wow, hab null Menschen in meiner Gegend, lol. Ja, ich will ja kaufen. Ich brauche Hilfe. Geh doch da rauf, ey. Hier, nimm das. Ah, warte mal. Jetzt. Muss ich da irgendwas drücken? Was muss ich da tun? Der arme Kilian. Wie kann er schon wieder bauen? Warte mal. Achso, warte mal. Ah, jetzt weiß ich wie. Okay, ja. Hochstraße oder Tunnel ziehen Sie zum Bau einer Brücke, eine Straße über Wasser. Okay. Ich würde sagen, das geht hier. In der Auswahl eines Straßenbauwerkzeugs zeigte der kleine Kreis die Blöde, der zu blenden. Also der Schaden nimmt dann. Okay. Ich hab's nicht durchgelesen. Da gehen wir hier runter. Warte. Nee, gerade. So. Und dann machen wir hier quer durch das ganze Viertelzeug da. Das ist unsere Stadt, Leute. Perfekt. Hier runter. Und schon so, oder? Ja. Aber auch noch irgendwas, was da drüber geht. So. Oder? Dann so. Mach ich das. Wie sieht das aus? Köstl. Okay. Kann ich nur Straßen bauen? Anscheinend. Oh, ich kann. Oh. Ah, ich muss da noch verbinden. Oh, Doppelspur, geil. Ja, was ist denn das? Das will ich nicht. Hä? Ja, gut.
Das ist Bullshit. Oh Gott. Leute, ich bin so überfordert. Ich hab keinen Bock, das alles zu lesen. Ne? Und können Sie die Gebiete nehmen, ich weiß, haben wir einen Augenblick nach der Erinnerung von Gebietsspuren, ersten Gebäude. Och, nö, bitte nicht. Das ist die schlimmste Stadt, die es gibt. Die haben nur Gebäude, Alter. Das wird so ein grauenvolles Let's Play. Das sieht schon mal, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, würde ich sagen. Oder? Was meint ihr? Das sieht eigentlich ganz scheiße aus. Ich möchte bauen. Ja, so ist es schon besser. Aber wir gehen... Wieso ist das so schief? Wie bist du denn das? Weg da, weg da, weg da, so. Bis hier, würde ich sagen. Dann geht's hier nach hoch. Immer nach hoch. Wie sieht das aus? Kann man machen. Dann werde ich das hier so ein bisschen über. Perfekt, und dann so, Leute, sieht doch geil aus. Das sieht aus wie ein R für Rolli LP. Ein krüppliches R. Soll ich das hier verbinden? Oh, Autos! Oh, hier muss ich noch verbinden. So, jetzt. Was wollen die von mir? Der Rolli muss mir helfen. Nein, weg da. Ich will hier was. Das wollen sie! Das sieht doch... Aber irgendwie hat's Style. Stimmt schon. Ja, doch, doch, kann man machen. Doch, 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 doch. Komm, wir bauen jetzt die Häuser. Ja gut, habe ich gesagt, dass es viel besser wäre, wenn ich einfach das bauen würde. Das machen wir jetzt. Jetzt bauen wir das. Wow, das sieht gut aus. Dann machen wir hier eine normale Straße einfach. Nein, geh weg da. Dann verbinde ich das hier. Ist langsam habe ich es raus, Leute. Dann. Sieht das gut aus? Ja, das sieht gut aus. Vergönnen Sie zum Beispiel weiter Dienstleistungen und Bevölkerung, um Weltmeisterschaft zu erreichen. Ja, bin dran. Für die geilste Stadt.
Ja, doch. Ja, das sieht schon geil aus. Das hat eine Struktur. Nicht. Okay. Was ist das? Was ist das? Gebiete bestimmen, welche Art von Gebäuden in Bereichen erleichtert werden und die Stadt angehört, eine Stadt angehört, können als Gebiet eingeteilt werden, für die sind. Gibt es zwei verschiedene Welten für den Auswärtig und Pins sind. Okay. Nee, ich glaube, da ist es zu laut bei der Autobahn. Machen wir die Wohnungen hier so, ne? Würde ich sagen. Und hier gegenüber natürlich. So. Was ist das? Medicine Hull? Nee. Weg da! Wie kann ich das löschen? Medicine Hügel, nein! Hallo Medicine. Ich möchte bauen. Strom. Dann machen wir mal ein paar Masten. Wo würde Strom am besten passen? Ist das gereimt? Hier vielleicht? Entfernung zu gering. Mache ich das richtig? Was ist das? Ein Generator, oder? Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld, Leute. Ich glaube, ich habe am Anfang irgendwas falsch gemacht. Nur eine Vermutung. Es geht doch gerade so. So. Ja. Yeah! Und die brauchen auch noch Strom. Das ist doch Strom. Oder meinen die das? Geil. Ich krieg eine Medaille, geil. Eine beste Stadt erbaut, die es gibt. Was, der macht Minus? Gibt's das? Haben sie mehr, dass sie gering werden, die Gewerbe angrenzt? Ich habe kein Geld. Leute, wisst ihr was?
Ich mache es einfach so, dass ich unendlich Geld einstelle. Weil ich bin einfach zu dumm für dieses Spiel. Also wir sehen uns gleich bei der zweiten Folge mit viel Geld.